Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Die Sitzung ist eröffnet. Ich rufe den einzigen Punkt der Tagesordnung auf: Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP nach Artikel 67 des Grundgesetzes, Drucksache 9-2004. Meine Damen und Herren, in der gestrigen Sitzung des Ältestenrates wurde vereinbart, dass zunächst der Herr Bundeskanzler das Wort zur Abgabe einer Erklärung erhält. Das Wort hat der Herr Bundeskanzler. Dies ist die Voraussicht letzte Rede von Bundeskanzler Helmut Schmidt im Deutschen Bundestag als Bundeskanzler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die sozialliberale Koalition, deren gewählter Bundeskanzler heute durch ein Misstrauensvotum gestürzt werden soll, hat 1980 durch die Wählerinnen und Wähler eine überzeugende Bestätigung und einen Auftrag für weitere 4 Jahre bekommen. Die Mehrheit der Wähler hatte weder 1976 Herrn Dr. Kohl noch 1980 Herrn Strauß in das Amt des Bundeskanzlers berufen wollen. Der Vorsitzende der FDP hatte auf dem Wahlparteitag seiner Partei am 6. Juni 1980 erklärt, wer FDP wählt, garantiert, dass Schmidt Bundeskanzler bleibt. Der Wähler soll wissen, woran er ist, ohne Wenn und Aber. Die Entscheidung über uns, die FDP, ist die Entscheidung über die Fortführung der Koalition. Mit meinem Namen, auch auf Ihren Wahlplakaten, hat die FDP im Oktober 80 ein sehr gutes Wahlergebnis erzielt. Und unmittelbar nach der Wahl haben die Parteivorsitzenden von SPD und FDP in einer gemeinsamen Verlautbarung den Willen ausdrücklich bekräftigt, zum Zusammenwirken und zur gemeinsamen Verantwortung für Frieden und sozialen Fortschritt auch für die kommenden 4 Jahre. Seit dem August des vorigen Jahres ist der Vorsitzende der FDP zielstrebig und schrittweise von allen früheren Erklärungen abgerückt. An diesem 9. September habe ich ihn von dieser Stelle aus zu einer klaren Antwort aufgefordert. Es hätte zu der Antwort nur eines einzigen Satzes bedurft, aber dieser Satz, wir stehen fest zur sozialliberalen Koalition, wurde absichtsvoll vermieden. Stattdessen hat die FDP 8 Tage später in der Bundestagssitzung vom Freitag, den 17. September, diesem Haus und dem deutschen Volk sehr fadenscheinige Erklärungen vorgetragen. Über viele Jahre, Herr Kollege Genscher, werden die Bürger dieses Verhalten nicht vergessen. Am letzten Sonntag hatten die hessischen Wählerinnen und Wähler Gelegenheit, hierzu ihre Meinung zu sagen. Und jeder weiß,
Die katastrophale Niederlage der FDP in Hessen war die Antwort der Wähler auf das Verhalten der FDP-Führung hier in Bonn. Mehr als drei Viertel der Bürgerinnen und Bürger sind für Neuwahlen zum Bundestag. Sie empfinden die Art des Wechsels, der heute von Ihnen in geheimer Abstimmung herbeigeführt werden soll, als Vertrauensbruch. Sie sind bitter darüber, voraufgegangene Erklärungen nachträglich als Täuschung bewerten zu müssen. Dabei wissen die Bürger, dass das Grundgesetz ihnen diese Handlungsweise ermöglicht. Ihre Handlungsweise ist zwar legal, aber sie hat keine innere moralische Rechtfertigung. Das war also Bundeskanzler Helmut Schmidt, der zur Regierungsbank zurückgekehrt ist. Eine Rede, die vielleicht seine letzte Rede als Regierungschef im Deutschen Bundestag zu bezeichnen ist. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Wahl. Der Antrag auf Drucksache 9-2004 liegt Ihnen vor. Nach § 97 in Verbindung mit § 49 unserer Geschäftsordnung ist mit verdeckten Stimmkarten, das heißt geheim zu wählen. Nach Artikel 67 Absatz 1 des Grundgesetzes ist der Vorgeschlagene gewählt, wenn er mindestens 249 Stimmen, also die absolute Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, auf sich vereinigt. Beifall klingt auf für Helmut Kohl. Er ist gewählt. Vor wenigen Minuten drang aus dem Zimmer, in dem das parlamentarische Zählkomitee gearbeitet hat, schon die Ziffer heraus, die Friedrich Nowotny nannte, und hier nimmt Helmut Kohl bereits Glückwünsche entgegen. Das heißt, die Hände strecken sich ihm entgegen, bevor der Bundestagspräsident das Ergebnis überhaupt verkündet hat. Inmitten seiner CDU-CSU-Fraktion und natürlich mit strahlenden Gesichtern versucht Helmut Kohl auf seinen Platz nach vorne zu kommen. Die Sozialdemokraten, wie hier stehen, ein bisschen ratlos schauen sie. Sie wissen genauso wenig wie wir das konkrete Ergebnis. Aber das war auch damals schon so, vor 10 Jahren, dass das Ergebnis weitaus früher durch die Korridore, durch die Lobby und natürlich auch durch den Plenarsaal huschte, als es amtlich durch den Präsidenten bekannt gegeben worden war. Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Von den vollstimmberechtigten Abgeordneten wurden insgesamt 495 Stimmen abgegeben. Von diesen abgegebenen Stimmen waren 495 Stimmen gültig. Mit Ja haben gestimmt 256 Abgeordnete. Helmut Schmidt geht jetzt zu Helmut Kohl und gratuliert ihm zum Abstimmungsergebnis zur Wahl als neuer Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und auch Willy Brandt. Das sind Gesten, die gut tun nach diesen langen Jahren der parlamentarischen Auseinandersetzung, nach der Konfrontation auch in diesem Haus. "235 Abgeordnete stimmten mit Nein. 4 Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten. Stimmen waren keine ungültig. Die Berliner Abgeordneten haben wie folgt gestimmt. Abgegebene Stimmen 21. Mit Ja
11 Abgeordnete. Mit Nein 10 Abgeordnete. Enthaltungen keine, ungültig keine. Damit ist der Antrag der Fraktion der CDU-CSU und der FDP nach Artikel 67 des Grundgesetzes mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der Mitglieder des Bundestages angenommen. Ich stelle fest, der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Ich frage. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spreche Ihnen, Herr Bundeskanzler, die Glückwünsche des Hauses aus, wünsche Ihnen Kraft und Gottes Segen. Damit verbinde ich den Dank für den bisherigen Bundeskanzler und die Mitglieder seiner Regierung. Das Ergebnis der Abstimmung werde ich unverzüglich dem Herrn Bundespräsidenten mitteilen. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages auf heute Nachmittag um 17.30 Uhr ein. Einziger Punkt der Tagesordnung ist die Eidesleistung des neu gewählten Bundeskanzlers. Da war der Gong, der ankündigt, dass der Präsident den Plenarsaal bestritt. Da ist Richard Stücklen. Nun bereitet sich das Vereidigungszeremoniell für Bundeskanzler Helmut Kohl vor. Die Sitzung ist eröffnet. Meine Damen und Herren, ich rufe den einzigen Punkt der Tagesordnung auf, Eidesleistung des Bundeskanzlers. Der Herr Bundespräsident hat mir mit Schreiben vom heutigen Tage mitgeteilt, auf Ersuchen des Deutschen Bundestages habe ich heute Herrn Bundeskanzler Helmut Schmidt aus seinem Amt entlassen und Herrn Dr. Helmut Kohl zum Bundeskanzler ernannt. Mit der Entlassung des Bundeskanzlers ist zugleich das Amt der Bundesminister beendet. Mit Ausnahme des Bundesministers, des Auswärtigen, habe ich die Bundesminister gebeten, ihre Amtsgeschäfte bis zur Ernennung eines Nachfolgers weiterzuführen. Nach Artikel 64 Absatz 2 des Grundgesetzes leistet der Bundeskanzler bei der Amtsübernahme vor dem Bundestag den in Artikel 56 des Grundgesetzes vorgesehenen Eid. Herr Bundeskanzler, ich bitte Sie zur Eidesleistung zu mir zu kommen. Ich übergebe Ihnen das Original des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und bitte Sie, den Eid zu leisten. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Herr Bundeskanzler, Sie haben entsprechend des Grundgesetzes den Eid geleistet. Ich bedanke mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute und nochmals Gottes Segen. Vielen Dank, Herr Präsident.
Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages auf Montag, den 4. Oktober 1982, 12 Uhr, mit den Tagesordnungspunkten Bekanntgabe der Bildung der Bundesregierung und Eidesleistung der Bundesminister ein. Die Sitzung ist geschlossen.